Wenn man verstehen will, warum der DAX heute ziemlich schwach auf der Brust ist, dann lautet das Zauberwort zum Verständnis des Ganzen wohl Absicherung, respektive genauer gesagt keine Absicherung. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster, denn das scheint so das ganz große Problem. Wir haben ja diese Euphorie gehabt nach dem Macron-Sieg. Viele internationale Investoren jenseits des Euroraums haben sich hier investiert, haben gesagt, okay, die politischen Risiken, die sind jetzt gelaufen, alles ist gut. Man ist also massiv eingestiegen in Aktien etc. der Eurozone und hat das, und das zeigt eine Umfrage von Bank of America, überwiegend oder zumindest zu einem relativ großen Teil, nämlich fast die Hälfte aller Befragten, haben gesagt, wir haben gar keine Absicherung für diese Einstiege. Absicherung kann bedeuten, dass man zum Beispiel nicht im Euro gehedged ist. Wenn ich also aus dem Dollarraum investiere, DAX-Aktien kaufe zum Beispiel, habe ich ja aus Sicht des Investors ein Währungsrisiko. Und jetzt haben wir das Problem, dass nach der hawkischen Fed gestern der Dollar steigt, respektive der Euro fällt. Und jetzt entsteht einerseits Druck, weil der DAX fällt, und entsteht andererseits Druck, weil eben der Euro fällt. Und so erklärt sich möglicherweise die ziemliche Unruhe, die heute den DAX erfasst hat. Klar, heute ein bisschen dünner, weil viele Bundesländer, und damit herzliche Grüße an die Katholiken, heute Feiertag haben. Aber es ist doch eine innere Schwäche heute erkennbar, die auch jenseits der Umsätze relevant ist. Was haben wir heute noch? Wir haben heute US-Konjunkturdaten, die sogenannten weichen Daten, wie heute Philadelphia Fed Index, New York Empire State Index. Die waren ziemlich gut, aber wenn man sich mal die Unterkomponenten zum Beispiel beim Philadelphia Fed Index anschaut, dann sind die nicht besser als beim letzten Mal, aber die Zahl ist deutlich besser. Was ist da los? Sind das alternative Fakten à la Trump? Möchte man da fragen. Dann haben wir den Rückgang der Export- und der Importpreise. Erstmals seit 2015 teilweise sind die Preise hier teilweise sehr, sehr stark rückläufig. Das passt dann wieder zu diesen Verbraucherpreisen, die wir gestern gesehen haben. Wir haben dann eine Industrieproduktion, der Manufacturing Output mit minus 0,4%, so schwach wie seit 2015 nicht mehr. Also da ist doch einiges im Argen, und die Fed hat ja gestern diese hawkische Tonlage angestimmt und macht damit wahrscheinlich einen großen Fehler. Aber sie reagiert vielleicht eben auf die Finanzierungskonditionen, die zuletzt doch sich deutlich entspannt haben. Da gibt es klare Definitionen, was gehört zur Finanzierungskondition dazu. Unter anderem die Aktienmärkte wie der S&P 500. Aber einige sehr komplizierte, für den Nichtfachmann kaum verständliche Dinge wie TED-Spreads etc. will ich jetzt und kann ich jetzt nicht weiter ausführen hier an dieser Stelle. Aber auf jeden Fall reagiert die Fed möglicherweise darauf, dass trotz der Zinsanhebungen zuletzt eben da die Finanzierungskonditionen sich nicht verschlechtert haben, respektive restriktiver geworden sind, und muss daher möglicherweise eben diese Tonart anschlagen, obwohl die US-Konjunktur doch so deutliche Bremsespuren zeigt. Gehen wir gleich mal rein in die Schose, schauen uns die Charts an, gucken, was ist da los, was tut sich da. Dann sehen wir den DAX bei 12.661 Punkten. Wir haben hier im Tief den Bereich 12.620 getestet, 12.630 diese Zone, 35 war Unterstützung. Wir sind hier durch alles durchgerauscht, was durchrauschbar war. Zunächst mal versuchen uns jetzt zu fangen. Wir haben grundsätzlich die Situation, dass alle wissen, okay, wir haben jetzt eine hawkische Fed, die möglicherweise gar nicht anders kann, als weiterzumachen mit den Zinsanhebungen, auch wenn die Wirtschaft nicht wirklich gut läuft. Wir haben auf der anderen Seite auch Klarheit darüber, dass die EZB also, wenn überhaupt etwas machen wird, dann in Richtung rigidere Geldpolitik. Ähnliches gilt für die Bank of Japan. Mithin wird also die Geschichte in Sachen Liquidität eher weniger denn mehr. Und dann tun sich natürlich Aktienmärkte auf derart sportlichen Bewertungsniveaus schwer, wenn eben praktisch die Musik doch deutlicher aufhört zu spielen. Und dass gestern die Fed so hawkisch war, ist eben sozusagen ein deutliches Instrument weniger in der Musik. Und jetzt haben manche Angst, dass sie bei der Reise nach Jerusalem keinen freien Stuhl mehr erwischen. So könnte es passieren. Schauen wir uns mal hier den Kameraden an, der heute wieder Probleme hat. Das ist der Nasdaq 100. Wir haben wieder die FANG-Stocks unter Druck. Da ist also möglicherweise einfach zu viel zu schnell gegangen seit Jahresbeginn. Jetzt sehen wir große Schwäche beim Nasdaq 100. Wir sehen aber auch Schwäche beim S&P 500, wenngleich eben nicht so deutlich, aber auch dieser Index im Minus, 2421. Wir haben den Dow Jones bei 21.300 und 290 Punkten. Also wir sehen, beim Dow ist noch nicht so viel passiert, weil die Banken profitieren
dem geht es noch relativ am besten, nachdem die Fed hawkisch war. Klar, Zinsanhebungen sind positiv für die US-Banken. Wir haben den Euro unter Druck, wie vorhin schon von mir thematisiert. Gestern ging es ja zunächst in Richtung 1,13 nach den schwachen US-Konjunkturdaten, aber jetzt geht es runter, 1,1141. Wie gesagt, jetzt könnte das Problem sein, dass je tiefer der Euro fällt, umso mehr Probleme der DAX bekommt, weil die internationalen Investoren möglicherweise dann eben entweder, weil sie nicht abgehedged sind oder weil sie sagen, hey, egal was der DAX jetzt macht, wenn der Euro abschmiert zum Dollar, dann habe ich da trotzdem ein Problem, dass also wenn der Euro weiterfällt, auch der DAX ein Problem bekommt. Was macht die 10-jährige US-Anleihe? Jetzt auch wieder mit steigender Rendite, respektive der Kurs fällt. Klar, hawkische Fed, ein Problem. Wir haben den Ölpreis relativ wenig verändert, $44,58 sehen. Gold bei 1254, der Dollar ist stark, das ist natürlich dann schlecht auch für die Edelmetalle, für die Rohstoffe insgesamt nicht wirklich gut. Wir sehen Silber wieder deutlich unter der 17er Marke, nachdem wir gestern da drüber geschossen waren. Schauen wir uns mal das Desaster hier zum Beispiel bei den Tech-Werten an. Tesla, meine Lieblingsaktie, die günstigste weltweit, der heute schwer unter Druck, nachdem wir gestern ein Allzeithoch gemacht hatten. Wir sehen Ähnliches zum Beispiel bei Netflix, das jetzt gut 10% gefallen ist, seitdem es letzten Freitag mit dem Nasdaq nach unten ging. Also hier sehen wir, dass man sich plötzlich die Frage stellt, naja, sind die Bewertungsniveaus wohl ein bisschen hoch, vor allem dann, wenn eben die Musik aufhört zu spielen. Und wir haben, und das ist für mich etwas sehr Relevantes, Krogers werden viele vielleicht in Deutschland oder Österreich und der Schweiz nicht kennen, aber ist die größte Lebensmittel-Supermarktkette der USA, drittgrößtes Einzelhandelsunternehmen in den USA. Und Kroger's hat heute den Ausblick für das laufende Jahr massiv nach unten gesenkt, die Aktie 13% im Minus, und all das passt eben irgendwie zusammen. Der US-Konsument streikt und der hat offenkundig ein Problem, wie ich heute in einem Artikel geschrieben habe. Es ist nicht nur so, dass Amazon oder andere Internetanbieter hier den Kuchen sich wegschnappen, sondern der US-Konsument hat ein Problem, denn Amazon gibt es schon länger, das Internet gibt es schon länger, aber wir erleben derzeit das richtige Sterben des US-Einzelhandels, des stationären Einzelhandels, und das sagt, wie viele andere Indikatoren auch, dass die USA vor einer Rezession stehen und dass die Märkte, die Aktienmärkte insbesondere möglicherweise das einpreisen müssen. Die Anleihemärkte preisen es schon ein durch Verflachung der Zinskurve. Die Aktienmärkte leben noch so in Alice Wonderland und werden vielleicht bald aufwachen müssen. Und jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend. Und für die Süddeutschen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Saarland, wer alles heute frei hat, noch einen schönen Restfeiertag. Bis dann, ciao.